Moin, mein du kleiner Racker und herzlich willkommen zu Pokémon Let's Go Evoli oder auch Pikachu, je nachdem, auf welchem Bildschirm ihr gerade guckt. Ja. Wahrscheinlich bei dir eher. Wir stehen hier, Hallöchen auch von mir. Wir stehen hier im Vertania City, noch gar nicht Vertania Wald. Und hier sitzt ein Opa auf der Bank. Wollen wir zu Opa gehen? Wir gehen zu Opa, komm, sprechen wir mit du Opa. Du versuchst den Pokédex zu vervollständigen, dann gebe ich dir einen Ratschlag mit auf den Weg. Man kann nie genug Pokébälle haben. Kauf dir im Pokémon-Supermarkt am besten auf der Stelle einen ordentlichen Vorrat. Danke, Opa. Okay, dann lass uns doch direkt... Oh Gott, da oben ist schon... Siehst du das da oben? Was heißt denn oben? Ah ja. Na oben. Wow. Oh. Amazing. Oh. Aber lass mal erstmal in den Markt gehen vielleicht und gucken, wie teuer denn so Pokébälle sind. Sind die denn alle... Es gibt den extra Markt tatsächlich, ne? Oh, Pikachu hat irgendwas gefunden bei mir. Achso, ich muss ja mit Pikachu reden. Das portet sich wieder. Der Ninja ist unterwegs. Jo, was hast du da? Ashley betrachtet überglücklich die Blumen, die sich im Wind liegen. Wow! Kommen wir da rein? Du bist so ein Scheiß-Pokémon. Ich rede kurz mit dem Käfersammler hier. Ivoli? Hey, soll ich dir was über Raupi und Hornlio erzählen? Nein! Raupi ist nicht besonders gefährlich. Hornlio hat aber einen giftigen Stachel auf dem Kopf. Du musst aufpassen, dass du deine Pokémon nicht piekst. Okay, yo. Hi, ne? Ach, hallo. Du kommst aus Alabastia, oder? Du kennst doch sicher Professor Eich. Es ist eben eine Bestellung für ihn eingetroffen, aber ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Würdest du sie für mich zum Professor bringen? Also muss man es doch machen. Okay. Ja. Das ist interessant. Danke, das ist echt nett von dir. Richte Professor Eich doch bitte schöne Grüße von mir aus. Aber war das nicht damals der Pokédex? Oh, wir können direkt uns hinporten. Nee, das war nicht der Pokédex, nein, das war der, wie hieß der, GM-Ball? Was? GS-Ball? GS-Ball, hieß es so? War es der? Ich dachte, das war der. Also okay. Der Pokédex war es nicht, der lag schon auf dem Tisch. Okay, dann könnt ihr ja gerne mal eure Vermutungen reinschreiben dazu. Genau. Hallo, Bob, na, wie steht's? Wie verstehst du dich mit Evoli? Nanu! Nanu! Okay, was geht ab, Prof? Hey, Alter, na? Oh, ist das süß! Und was sonst so? Na, da staune ich, aber ihr beide seid ja jetzt schon geradezu unzertrennlich. Du scheinst als Pokémon-Trainer großes Talent zu besitzen. Oh, du hast etwas für mich. Ah, meine Lieferung ist also eingetroffen. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, sie mir extra herzubringen. Ja. Professor Eich, Professor, mein Evoli hat eine Attacke. Wow, wie cool ist das denn, Flo? Ist Pikachu einfach so an dir hochgeklettert? Coole Sache. Flo, du kommst gerade richtig. Mich hat eben eine tolle Lieferung erreicht. Hier, das ist für euch. Himbeeren. Oh, Himbeeren. Wow, krasse Lieferung. Die sehen lecker aus. Die mampf ich jetzt alle auf. Nicht so schnell, du Schleckermaul. Diese Beeren sind für Pokémon gedacht. Wirfst du einem Pokémon eine Himbeere zu, bevor du es von einem Pokéball anvisierst, freut es sich riesig darüber und lässt sich daher auch leichter fangen. Sagen Sie das doch gleich. Ich hätte die Bären beinahe selbst gemampft. Beinahe. Dann wäre das auch geklärt, ihr zwei. Ob ihr möglichst viele Pokémon fangt oder lieber ein paar wenige, besonders sorgfältig trainiert. Bleibt ganz euch überlassen. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Ja, ja. Jojo, Bro. Alles klar. Kämpfen wir mittlerweile mal gegeneinander vielleicht? Also ich will ganz viele Pokémon sammeln, aber nicht nur das. Ich will sie natürlich auch gut trainieren, damit sie so richtig stark werden. Augenblick! Das Trainerdasein besteht nicht nur aus dem Fangen von Pokémon. Nein, Trainer tragen untereinander nämlich auch Kämpfe mit ihnen aus. Ich zeige dir mal, wie das geht. Los, kämpfen wir. Oh, jetzt sieht er böse aus, Alter. Jetzt sieht er böse aus. Der erste Fight, Junge. Der erste Fight. Ja, Mann. Pokémon-Trainer Flo fordert sich heraus. Der sieht jetzt richtig böse aus plötzlich. Mega gut. Ist doch er hat Pikachu bei mir. Ja, bei mir. Das hat er vorher noch schon gesagt. Los, Fred. Let's go. Hat er das gesagt? Ne? Ja. Kampf. Wir machen Tackle. Oh, Level 6 ist das Ding aber schon, ne? Ja. Donnerschlag, Rutenschlag, Ruckzuckhieb. Ich setze mal den Stab ein. Auch wenn ich hartes Wesen bin, noch dürfte das ja nicht Alter, so großartig das macht ja gar nichts, du Lauch. Bei mir ist ganz gut. Boah, aber Tackle ist, glaube ich, gar nicht so bad, oder? Ja, geht schon. Das ist nicht so krass. Dann soll ich dir mal eine Himbeere hinwerfen, damit du mich magst, Evoli, und dich meinem Team anschließt? Mach das mal. Wie wär's damit? Lauchi erreicht Level 6. Nice. Nicey. Oh, direkt die Para bekommen. Ey. Hex. Ich mag die neue Stimme von Evoli ganz gerne. Ja. Also zwei. Ja. Ist schon sweet. Finde ich ganz gut. Ist schon sweet. Ja.
Ich hab's bald. Ja, ist okay. Hey. Setzt eh nichts anderes als Heuler ein, irgendwie so. Aber wie man selbst so das Nackenfell von Pikachu beinahe sehen kann. Alter. Beinahe kann man das sehen, das Nackenfell. Das ist ja, fast schon auf Niveau von Detektiv Pikachu, Alter. Ja. Ich habe das Gefühl, Pikachu ist wieder sehr im Trend, oder? Ein bisschen. Obwohl es keiner mag. Ein bisschen. Aber das Detektiv Pikachu mag ich ganz gerne. Es scheint ja schon Leute zu geben, die es mögen. Offensichtlich. Du zum Beispiel, ja. Du hast ja extra die Edition gekauft. Der Rest deines Pokémon-Teams erhält auch Erfahrung. Alraun erreicht Level 7. Nice. Mirabla erreicht Level 7. 5. Aber gut. 5. Ja, ist egal. Ist egal, Alter. 2-3 Level Unterschied. Wie, was? Ich habe verloren? 120 Pokémon. Ja, du Lauch. Fast Pikachu einmal wiederbeleben. Oh Mann, hätte ich den Mund bloß nicht so voll genommen, wie peinlich. Ich hätte mein Pokémon vor unserem ersten Kampf richtig trainieren sollen. Lass uns das bald mal wiederholen. Na, wie war dein erster Kampf? Dein Partner Evoli hat sich ganz ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. Danke, tschüss. Ciao, mit Ihnen wollen wir eigentlich nicht reden, Professor. Sie sind uns ein bisschen unangenehm. Du Lachs, Alter. Was ist hier jetzt schon wieder los? Ja. Hallo? Schon wieder? Oh, Bob. Oh. Wenn Evoli so da auf dir sitzt, möchte ich auch gerne auf dir sitzen. Wirkt jetzt zwar schon wieder richtig. Jede, keine Partner. Folge ohne sexuelle Anspielung. Ich glaube, ich habe genau das richtige Geschenk für euch. Ein sportliches Set! Ja, das, hör auf zu schreien so, Mann. Wenn du Pikachu dieses Set anziehst, könnt ihr im Partnerlook auf Reisen gehen. Huch! Alter, wie lange locker er Evoli hält, das wiegt einfach 6,5 Kilo oder so. Ist gar nicht mal so wenig, oder? Ja eben, deswegen halt. Okay, oh, jetzt kann so ich, jetzt viel, können wir spielen. Hallo. Spielen? Spiel mit Ashy. Ja, komm, wir spielen. Führe die Hand zu Ashy, bewege sie, um es zu streicheln. Wo bist denn du, Pikachu? Yelp, hallo? Pikachu ist hier. Aber ich krieg's nicht hin. Alter, what the fuck? Warum? Ah, da ist Pikachu. Warum bist du so traurig? Das ist so hypersensibel einfach. Oh ja, komm, Alter. Ich kraul dir den Bauch. Oh ja, komm. Alter, übel nice. Es geht ab. Mega gut. Ich streichel dir übers Auge. Das magst du doch, Alter. Okay, was ist das hier? Ja, warte mal. Okay, abbrechen. Man konnte auch noch irgendwie stupsen mit Y oder so. Es will meine Aufmerksamkeit, ja. Wahnsinnig freuen, wenn du so. Achso, guck mal, mit Y. Okay, mit Y kommt man direkt dahin. Okay, das ist eine gute Sache, Alter. Übel gut. Zieh's am Schwanz. Ja, warte. Ich pack ihn gleich. Ach, Alter. Ach komm, ich streichel dich. Das war mein Ziel. Ja. Ich will hier raus. Bitte lass mich hier raus. Okay, ich kann mit Ashy spielen, wann immer ich will. Ich wollte aber lieber was anderes machen. Und zwar. Möchte ich ganz gern einmal in den Klamottenkoffer und Outfit für Ashy wählen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ein Outfit nehmen werde. Vielleicht, wenn es was Cooles gibt, aber ich bin nicht so krass überzeugt davon. Wobei, das sieht bei Evoli schon ganz cool aus. Eigentlich ist es schon ganz cool. Ja. Ich würde es halt gern mal ein bisschen drehen. Ach, hier, Y. Okay. Ja, ist jetzt nicht so krass. Ach, da, ich zieh's trotzdem einfach mal an, weil das kann. Outfit für Fred wählen. Outfit für Flo wählen, okay. Zu Bob wechseln. Kopfbedeckungen, das haben wir hier, die sportliche Kappe. Okay, also für mich habe ich noch nichts, aber für Evoli hat jetzt immerhin ein T-Shirt an. Das ist ganz nice. Ja, bei mir auch, einfach so eine Trainingsjacke. Ja. So, und wir haben noch gar nichts, ne? Ich finde es eigentlich ganz nice. Ja, es ist gut, die Möglichkeit zu haben. Ich bin gespannt. Oh, einfach fabelhaft, easy. Alter, du bist so ein geiles Ding, ne? Ich weiß. So ein geiles Ding bist du. Let's go! Pikachu. Oh. Hast du zu weit geworfen gerade? Ja, scheinbar. Mega. Komm. Nice. Alter. Also es kommt schon auf die Intensität drauf an, wie man es macht. Aber es ist erstmal so, dass man das intuitiv ganz gut hinbekommt. Ja. Ich war jetzt übermotiviert. Ja, alle meine Taubsis erreichen gerade irgendein neues Level. Das ist übel nice. Sehr gut. Übrigens, ne, als Wiederholung nochmal, die 4 Pokémon, die hier keinen Spitznamen haben, die dürfen wir nicht nutzen, sondern wirklich nur Fred und Alraune, beziehungsweise bei dir halt. Lauchi und Ashy. Deine Dinge heißen. Nennen wir die jetzt alle Lauchi, Ashy, Vogeli, Ja. Skumfensa ist gerade in dem Busch gespawnt. Finde ich halt übel cool. Warte mal, wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich jetzt. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, dass ich jetzt einfach mal die Alraune auf Nummer 1 schiebe. Dann läuft die mir doch hinterher, oder? Nee. Warum nicht? Hat nicht so geklappt, ne? Du läufst gegen die Wand, hast du gemerkt? Ja, ich habe ein bisschen auf das Mirabla hier geguckt gerade. So, Fangserie Wurftechnik mit einem auf. Wurf. Das ist mir unangenehm, das mit dir zusammen zu spielen, Alter. Weil genau klar ist, dass du dann immer... Oh, du läufst gerade gegen die Wand, oder? Ist dir noch nicht aufgefallen, was?
Hä? Nein, Mann, es ist mir wirklich nicht. Ich verstehe halt gar nicht, was du meinst. So. Okay. Wollen wir jetzt chainen, um 6 TV-Taubsis zu bekommen? Ja, mega nice. So bauen wir unser Let's Play, unsere Soul Link jetzt auf, Alter. Bewegen. Das ist das Ziel. So. Das jetzt gern Lauri mal vorne einfach. Ja, einfach so aus Prinzip. Und du bist jetzt ein Trainer. Ja. Wahrscheinlich, oder? Wenn zwei oben, Trainer sich in die Augen gucken, dann fliegen die Fetzen. Ich will jetzt mit meinem Lieblings-Pokémon gegen dich kämpfen. Los! Let's go! Let's go! Ich glaube, let's go werden wir noch sehr häufig sagen. Meinst du? Ja, Knips Axel. Axel, Alter. Axel, Alter, was geht? Ich habe auch eine Axel. Ich auch. Die will man aktuell nicht sehen. So. Und auch nicht riechen unbedingt. Ey, ich liebe, dass das Evoli einfach die ganze Zeit auf meinem Kopf sitzt. Ist super awesome. Ja, Mann, das ist schon sehr cool. So. Komm. Schauen wir mal. Was kann ich eigentlich? Krankenhieb ist. Absorber wurde geboostet, Alter. Absorber müsste richtig gut Damage machen gerade. Alter! Was ist los? Hast du es einfach one-shotted? Das einfach fast One-Hit ist. Nice. Hast du auch Absorber? Nee, ich habe Rankenhieb. Ach so, okay. So, Rutenschlag, aber da Mirapla schneller ist mir das scheißegal, Alter. Alraune! Saug das Leben aus diesem Radfratz heraus! Oh, ja. Slurps weg! Ich hätte mir die Animation von Pocken gewünscht für Absorber und Mega Sauber. Der gute alte Griff. Ja. Ui, du bist Alter, aber stark! Ui, der Ultra Instinct! Du hältst 3 Pokebälle, was? Ja, die geben immer Pokebälle jetzt, wenn du gegen die kämpfst. Übel nice! Übel OP! Hey, du strahlst ja über beide Ohren, Flo! Was ist denn los? Du hast einen Kampf gegen einen anderen Trainer gewonnen? Coole Säke! Ach ja, ich wollte dir doch was sagen. So ein Kampf ist ganz schön anstrengend für Pokémon. Sie verlieren dabei oft KP und AP. Aber wenn du sie in ein Pokémon-Center bringst, wird dein Team dort wieder aufgepäpelt. Es dauert überhaupt nicht lange und kostet dich nichts. Behalte den Zustand deiner Pokémon noch kämpfen, immer gut im Auge, ja? Na klar, Bro. Sichi. Sollten wir halt tatsächlich machen. Sichi, Bro. Wäre für eine Soling schon ganz angenehm. Ja, machen wir halt easy. So, jetzt möchte ich gerne mal rausfinden, ob man überschüssige Pokémon ablegen kann, aber ich denke mal. Chanera! Nee, hier gibt es schon mal keinen Computer. Nee, ich glaube, du brauchst auch keinen Computer, weil du hast ja diese, wo ist denn das? Ist das bei Team? Ja, warte mal, das ging doch vorhin noch anders, oder? Nee, warte mal, bei Beutel, ne? Und dann hat man doch die Pokémon-Box, richtig? Ach, Beutel, so kann man in dieses Menü, okay. Genau, dann hat man die Pokémon-Box und da hat man, glaube ich, Zugriff auf alles direkt, ja. Ah, genau. Okay. Kann man die denn auch wegtauschen, sozusagen? Ja, man kann sie einfach weggeben. An den Professor schicken. Ich mach das einfach mal. Wo denn? Wo hast du das jetzt gemacht? Na, in der Box, ganz unten. Wenn du auf... Geh mal auf das untere Taubsi. Vielleicht kannst du das nicht machen, wenn es in deinem Team ist. Ach so. Ups. Ja, machen wir das einfach mal. An den Professor schicken und du kannst mehrere markieren. Oh, geil. Und dann verschicke ich das einfach mal. Verschicken. Let's go. Wahrscheinlich bekommt man Bonbons, oder? Und einen Professor verschickt. Du okay. hast eine Nachricht von Professor Eich erhalten. Sicherlich voran, okay. Lest mal, Belohnung vor. Erhältst du jetzt. Sie wird sie stärker machen. Ja. Flott-Bonbon okay. und Stärke-Bonbon. Ich habe Grips-Bonbon erhalten. Du verstaust okay. geschanktes Bonbon-Glas. Und du hast mir bisher 4 Pokémon geschickt. Weiter so. Okay, dann gucken wir doch mal ins Bonbon-Glas, würde ich sagen. Warte mal, erstmal. Ach nee, jetzt bin ich immer noch im Verschicken-Menü. Okay, aus Team entfernen. Das muss man jetzt jedes Mal machen, oder was? Das voller Energie steckt, erhöht dauerhaft die Initiative eines Pokémon. Genau, du kannst sie jetzt halt skillen, so. Ach so. Bisschen mehr. Ja, aber du gibst mir einfach nur EVs damit, oder nicht? Nein, ich glaube nicht, dass es EVs sind. Also es könnten EVs sein, ja. Aber ich habe jetzt halt einen Punkt direkt mit dazu bekommen. Wenn ich Init gebe. Okay. Ich mache das einfach mal bei beiden. So. Okay, und der Gripsbonbon macht wahrscheinlich Spezialangriff hoch, ne? Das finde ich sowohl, finde ich bei Araune, glaube ich, sogar ein bisschen wichtiger, weil ich Fred wahrscheinlich dann physisch aufbaue, wenn es hart ist. Deswegen gebe ich da einfach mal Bonbon. Wir sind schon bei einem 21er Spezialangriff. Aber warte mal, ich habe jetzt hier 5-mal Flottbonbon und einmal ein Flottbonbon plus. Einfach. Ja, das wird wahrscheinlich dann 2 Werte erhöhen. Woher hast du die ganzen Bonbons? Hast ich, du so viele ich hab schon gefangen? Ich habe alle meine Pokémon verschickt, die ich hatte. Wie viel hattest du denn? Ja, 8 oder so, 10, ich weiß nicht. Achso, hast du die aus dem Team einfach rausgenommen? Genau, du musst die aus dem Team entfernen und dann kannst du die verschicken. Okay, ja, mache ich jetzt gerade mal nicht, weil wir werden eh bald wieder neue Pokémon haben. Aber den Angriff hochzumachen ist geil, weil ich bin ja froh. Ja, na klar, das macht auf jeden Fall Sinn. Angriff ist stärker geworden, ja. Okay, machen wir nochmal. Ich hoffe, es gibt ein Limit, weil sonst ist es interessant. Ja, das Limit sind wahrscheinlich die Bonbons an sich, oder? Theoretisch. Inwiefern die Bonbons an sich? Ja, du hast ja nur begrenzt viele davon. Nee, wenn du Pokémon fängst, kriegst du ja immer neue. Ja, stimmt eigentlich auch, bitte. Okay, dann einmal heilen vielleicht. Gucken, wie das aussieht. Ja. Ja, wäre mal eine gute Idee.
Zeig mal. Erstmal Evoli. Alles hier, die ganzen Basics rausfinden. Ja, die Basics. Schön. Ich mag das mit diesen Pixel-Grafiken schon irgendwie ganz gerne. Smooth Musik. Ja, ich auch. Und die Musik in Vertania ist einfach wunderbar. Ist, ich habe einen halben Orgasmus zwischen den einzelnen Folgen bekommen. Das stimmt. Aber, ja. Wenn man sehr viele Pokémon fängt, werden sie in eine Box geschickt. Du Aha. hast in deinem Beutel doch auch so eine Box, oder nicht? Ach ja, ja okay. haben wir gerade herausgefunden. Ja. Interessant. Das Lesematerial im Magazinstand da hinten ist für alle da. Darauf hat mich die Dame am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Lesematerial? Ja, genau. Alla. Hier ist ein Magazin mit dem Titel Das Pokémon-Journal. Auf der Rückseite siehst du eine auffällige Anzeige. Möchtest du sie lesen? Ja. Okay. Lesen wir sie mal. Mit Hilfe von geheimen Techniken kannst auch du Sträucher aus dem Weg räumen oder in dunklen Höhlen sehen. Praktisch in jeder Lebenslage. Jetzt bist du an der Reihe. Lerne noch heute eine geheime Technik. Vereinigung für geheime Techniken, Kanto. Ein Pokéball okay. kostet nur 100. War das schon immer so? Nee, haben wir gekostet. Nee, 200 war es immer. Normalerweise. Kauft man sich jetzt Pokébälle? Wie viel habe ich denn? Ba-ba-dum. Wo steht denn das? Du hast 40, okay. Ja, wir haben schon sehr, sehr viel am Anfang bekommen. Naja. Ja. Ich glaube, ich kaufe den. Ich brauche ja gerade eh nichts anderes. Wir dürfen uns übrigens keine Tränke kaufen, keine Heil-Items kaufen. Keine Heil-Items, genau. Und wir dürfen nur... Doch, dürfen wir kaufen. Wir dürfen nur eins verwenden. So war's. Richtig, wir dürfen nur eins Programm verwenden. Entschuldigung. Ja, genau. My fault. My fault. Und da möchte ich ganz gerne nochmal ein anderes Thema ansprechen. Wir sind jetzt hier in Vertania City. Mhm. Richtig, und das hat eine interessante Bedeutung. Richtig, denn hier gibt es, obwohl sie noch nicht geöffnet ist, aber hier gibt es eine Arena. Da oben ist sie. Ja. Da. Und es gibt eine Regel bei uns, und zwar in jeder Stadt, in der es eine Arena gibt, müssen Flo und ich einen Kampf austragen zwischen uns beiden. Sofern das möglich ist. Müssen wir natürlich erstmal rausfinden. Das müssen wir rausfinden, aber das wird schon möglich sein. Und zwar hat das folgenden Hintergrund. Denn wir sind ja Rivalen. Obwohl unsere Pokémon sich lieben und miteinander verlinkt sind, sind wir Rivalen. Und der Gewinner dieses Kampfes darf das Routen-Pokémon für den Verlierer aussuchen. Das nächste Routen-Pokémon. Richtig. Und natürlich sein eigenes auch, wie immer. Aber grundsätzlich ist das dann quasi eine Bestrafung fürs Verlieren und eine Belohnung fürs Gewinnen. Das Ganze achtmal, ne? Weil acht Orden. Genau. Wie machen wir das, wenn wir, angenommen, ich sag jetzt, du sollst hier Pikachu holen und rennst dann aber in Taubsi rein oder so. Dann machen wir, ist egal, oder? Wenn es in diesem Fall so ist. Ja, dann wo man das bestimmt. Dann flüchte oder fangst halt und fangen wir dann das, was ich mir fangen muss. Okay, genau. Genau. Also gut, das, dann lass das, uns doch mal das muss dann schon wahrscheinlich sein. Auf Kommunikation hier, nee, ich würde sagen, jetzt fighten wir nicht mehr. Jetzt fighten wir nicht mehr. Nee, wir machen das dann im nächsten Part. Okay. Einfach damit die Leute einen Anreiz haben, den nächsten Part zu gucken. Nein. Am Ende finde ich blöd, am Ende von der Folge, den Kampf noch zu machen. Ich würde schon am Anfang machen wollen. Okay, machen wir es so. Ja? Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und schaut bei Flo vorbei, da kommt die nächste Folge morgen. Ja, das war's. Vielen Dank, Flo, fürs Mitspielen. Wir sehen uns dann beim nächsten Gerne. Mal. Bis dahin und ciao. Ciao.